wie unsere Gäste aus Freiburg vor 2411 Zuschauern. Ich grüße beide Coaches bei mir vorne, zu meiner Rechten Leo Schumack, unsere Gäste aus Freiburg, herzlich willkommen. Zu meiner Linken unseren Trainer Petri Kujala. Ich möchte aber wie immer als erstes das Statement vom Gästecoach hören und sagen: Ja, 6 Punkte am Wochenende, optimale Start. Also besser kannst du kaum laufen. Nein, besser kann es nicht laufen. Aber wir können das einschätzen, wo wir stehen, was mit uns ist. Und wir freuen uns über die 6 Punkte und dann weiter ganz normal arbeiten. Zum heutigen Spiel, wir haben es gewusst, dass es schwer wird und wollten richtig defensiv spielen. Das haben wir auch getan. Die Jungs haben sich super dran gehalten an die taktischen Maßnahmen und ich glaube, dass wir sehr wenig zugelassen haben und das war der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, ja gut, ob verdient oder unverdient, ist mir persönlich egal. Wichtig sind die 3 Punkte. Danke. Dankeschön. Gibt es direkte Nachfragen? Ansonsten möchte ich bitten, Petri, dein Statement. Ja, wie der Leo gesagt hat, sehr, sehr defensive Freiburger Mannschaft. Wir haben eigentlich unser ganzes Spiel lang nicht unsere Vorzeichen reingekriegt. Wir hatten so ein, man hat natürlich so ein Gefühl gehabt, dass wir hatten alles unter Kontrolle. Aber in den entscheidenden Momenten war es natürlich so, der erste Tor zum Beispiel Zweikampfverhalten war nicht so, wie es sein sollte. Aber insgesamt habe ich ein bisschen vermisst den letzten Biss in unserer Vorzeit. Wir haben sonst eigentlich sehr, sehr wenig zugelassen, aber Freiburg hat sehr, sehr clever verteidigt und uns auch nicht zum Tor gelassen von den direkten Angriffen. Und in dem Sinne auch verdient gewonnen. Ja, danke schön, Peter. Gibt es direkte Nachfragen auch an Peter Kujala? Ich habe das Gefühl, die Mannschaft war nicht so richtig heiß, wie man das erwartet hat. Nach dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Kassel hatte ich den Eindruck, die ersten 30 Minuten war die Mannschaft viel mehr gebrannt als heute. Oder hat das getäuscht? Ja. Nee, so ein Gefühl hatte ich auch. Es war irgendwie natürlich nach dem Freitagsspiel, wo wir auch sehr viele Chancen rausgearbeitet haben und nicht getroffen haben, wollten wir natürlich den Fehlstart, den Nullpunkte-Wochenende da vermeiden. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel in den Köpfen. Die waren so heiß, aber ein bisschen gehemmt. Weitere Fragen? Dann möchten wir auf das nächste Heimspiel. Kommendes Wochenende, wir haben unser sächsisches Wochenende, Freitag im nächsten 19:30 und am Sonntag das nächste Heimspiel 18:30. Dann sind hier die Lausitzer Füchse zu Gast. Ja, dann Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Euch einen guten Hausweg nach Freiburg. Danke. Ja, alles Gute fürs nächste Wochenende. Dankeschön. Und bis demnächst. Ja, okay. Dankeschön. Danke.